Der Tierpark Hirschfeld hat sich in den letzten Jahren durch zahlreiche Erweiterungen und Umbauten einen Namen als Freizeiteinrichtung gemacht. Vergrößerte naturnahe Tiergehege, dazu eine gute Gastronomie, aber auch genügend Spielmöglichkeiten für Kinder bieten ein umfangreiches Erholungsangebot. Und so nutzen viele Besucher den Park auch, um einfach spazieren zu gehen oder verschiedene Veranstaltungen zu besuchen. Der Erfolg dieses Konzeptes zeigte sich wieder am Ostersamstag. Frei nach Goethes Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Chrom und Bleche. Das zeigte sich am Samstag auch auf den Parkplätzen des Tierparkes Hirschfeld. Massen von Besuchern strömten zum Osterfest in den Park. Nicht nur die Kinderspielgeräte waren proppevoll. Den Menschen ist anzumerken, dass sie die dauernden Einschränkungen satt haben, dass sie wieder ganz normal raus und was erleben wollen. Und da der Tierpark ein Freiluftareal ist, fallen hier natürlich die Einschränkungen zuerst. Auch der Tierpark selbst hat in den letzten beiden Jahren schwierige Zeiten erlebt. Vor allem sind ja Tiere Lebewesen und keine Maschinen, die man bei Bedarf einfach abschalten kann. Ja, bei uns gibt es also kein Homeoffice oder wir können also auch nicht den Strom und das Wasser drosseln, sondern unsere Tiere mussten auch über die Corona-Zeiten versorgt werden. Das heißt, wir haben immer laufende Kosten für die Pflege, für das Futter der Tiere und natürlich die Tierpfleger wollen auch bezahlt werden. Trotzdem sind wir gut über diese Zeit gekommen. Wir haben für 2021 Corona-Hilfen beantragt und auch einen Großteil davon bekommen, sodass wir uns nicht beklagen können. Wichtig ist aber, dass uns die Besucher die Treue gehalten haben und nach wie vor gerne zu uns kommen. Also sobald wir wieder aufgemacht haben, im vorigen Jahr war es ja erster Dienstag nach Ostern, waren also wieder Besucherzahlen vorhanden und wir haben einen Großteil wieder reingeholt vom vorigen Jahr, wo wir kein Osterfest feiern konnten. In diesem Jahr sieht es sehr gut aus bis jetzt. Wir haben schon über 30.000 Besucher und da ist natürlich das Ostern jetzt noch nicht mit dabei. Auf der Bühne gab es inzwischen Volksmusik mit den Hutzenbossen. Jonas, Peter und Andi unterhielten die zahlreichen Besucher mit kleinen Anekdoten und vor allem mit verschiedensten Musikstücken. Wenn man die drei so locker auf der Bühne sieht, merkt man sofort, mit dem entsprechenden Willen lassen sich schwierige Zeiten überwinden. Denn vor allem in der Veranstaltungsbranche waren die Einschränkungen extrem zu spüren. Oh ja, wir hatten zwangsweise eine längere Pause. War nicht so schön, ja. Hatten ungefähr 2,5 Jahre haben wir nichts gemacht, oder wenig gemacht, sagen wir mal so. Aber wir haben uns durchgeschlagen, hatten ab und zu mal noch ein paar kleinere Sachen, wo wir spielen durften. Aber große Geschichten wie hier war gar nichts. Aber eben mit dem Willen, mit Spaß an der Sache und einem eigenen Fanclub, der die Treue gehalten hat, ist das schon fast vergessen. Zum Fanclub übrigens gehören sogar einige, die es vor längerer Zeit in die westlichen Bundesländer verschlagen hat und die dennoch mit ihren Hutzenbossen mitreisen. Naja, so weit müssen sie nun doch nicht mehr unbedingt reisen. Die Veranstaltungen hierzulande werden wieder mehr und vor allem auch größer. Außergewöhnlich, ja. Viele Gäste da. Ja. Gutes Wetter, es passt alles eigentlich. Man muss sich auch dran gewöhnen wieder an die vielen Leute. Man kennt es gar nicht mehr. Ja. Und wie sieht es denn aus mit dem Terminkalender? Ist er wieder voll? Da hätte ich mal an Andi wieder gegeben. Ja. Andi ist am allerbesten. Also ich habe wieder allerhand eintragen können für dieses Jahr. Wir haben ungefähr, ich will mal sagen, knapp 200 Termine. Werden doch wieder, die ich gar habe. Hoffen wir es mal. Hätte man nicht gedacht, aber vor allem im Sommer, im Herbst sieht es richtig gut aus. Ja. Und wenn das Wetter weiter so gut ist, blühen auch bald wieder Blumen, Sträucher und Bäume. Auch einer, der im Erzgebirge und im Vogtland besonders bekannt ist. Nach dem Schunkeln ging es für die jüngeren Besucher erst einmal wieder auf die Spielanlage. Hier konnten sie ihren Bewegungsdrang mal so richtig ausleben. Auf der Bühne wurde inzwischen umgebaut und die nächsten Darsteller kamen. Jeder kennt den Spruch, der ist auf den Hund gekommen. Maike und Jürg Probst dagegen sind im wahrsten Sinne des Wortes auf den Affen gekommen. Ich bin Tiertrainerin seit über 40 Jahren, arbeite schon immer mit verschiedenen Tierarten. Und Affen sind quasi von Kindheit an schon mein Steckenpferd gewesen. Das heißt, ich habe mich schon als Kind unter ihnen bewegen dürfen und habe dadurch viel von ihrem Verhalten von Kindheit an kennengelernt.
und auch ihren Toleranzbereich deutlich zu spüren bekommen. Ne? Schon als Kind mit an den Haaren ziehen und wegschubsen. Du bist uns zu nahe, du gehst uns zu weit, du gehst mir auf den Senkel. Und dann, wenn man mit diesen Tieren groß wird, dann ist man sehr, sehr im Vorteil. Und wir haben nicht nur mit Werbeaffen gearbeitet, das ist jetzt die Gruppe, die wir aus den Zoos und Tierparks hier zusammengestellt haben, die aus verschiedenen Gründen aus ihren Gehegen und aus ihren Tierparks heraus mussten, aus Unverträglichkeitsgründen in der Gruppe. Und wir haben sie hier zu einer Junggesellengruppe zusammengeführt und gehen hin und wieder mit ihnen auch unter die Menschen. Und die Menschen, vor allem die Kinder, mögen das sehr. Dabei sind solche Vorführungen auch ein gutes Mittel, um die Unterschiede im Verhalten verschiedener Tierarten zu demonstrieren, aber auch, um den Menschen zu zeigen, wie man mit Tieren allgemein umgehen sollte. Hauptsächlich arbeiten wir auch verhaltensforschungsmäßig. Wir bekommen hier und da Anfragen. Könnt ihr mal ausprobieren und die Kamera draufhalten, was passiert, wenn? Zum Beispiel das, was ich vorhin zeigte, mit der Röhre Futter drin verstecken. Die Berberaffen sind eine Makakenart, denen man nicht so viel Intelligenz nachsagt. Sie haben die natürliche Intelligenz, um in ihrem Lebensraum klarzukommen. Das heißt aber nicht, dass sie an Gegenständen oder gar an Erforschungen interessiert sind, wie das zum Beispiel Paviane sehr gern tun oder natürlich die Menschenaffenarten. Ja? Die sind generell interessiert an Dingen, die wirklich höheres Denken erfordern, sage ich mal. Ne? Die Berberaffen sind Makaken, die sehr schnell auch aufgeben, wenn sie nicht sofort zum Erfolg kommen. Da werden die Zähne eingesetzt, die Finger, wenn es dann nicht klappt, beiseite geworfen, Ende. Ne? Und da bleibt ein Pavian deutlich länger dran an diesen einzelnen Aufgaben. Wir hatten Paviane in unseren Gehegen, die haben genau gehört, ob die Tür richtig zu war oder nicht. Und wenn die Tür nicht richtig zu war, da haben die gewartet, bis wir um die Ecke sind. Und dann haben die Tür an einem bestimmten Winkel angehoben, der Türschnapper ging auf. Hallo, da bin ich. Ja, also die schulen ihr Gehör auch sehr. Die Berberaffen sind eher eine sehr nette und sehr friedfertige Affenart. Untereinander ist die Rangordnung knallhart. Da gibt's auch, wird jede Kleinigkeit, die dagegen verstößt, geahndet. Der Fred hat vorhin hier die Olga mächtig Maß genommen, weil sie einfach vor ihm an einem Blatt dran war, das er haben wollte. Und er hat sie gewarnt, geh weg da. Und dann gab es gleich ordentlich in Berberaffenform, ordentlich am Fell ziehen und mal ein kurzer Biss, aber nur mit den Schneidezähnen. Das sind so Zurechtweisungen, die Gruppe unter sich anwendet. Und es ist für mich sehr interessant zu sehen, wie die überhaupt untereinander interagieren. Ich sitze dazwischen und wenn das turbulent wird, beziehungsweise auch mal gegen mich geht, dann muss ich mich wehren wie ein Affe. Das heißt, ich benutze ihre Gebärden und schlage auch mal mit der Hand auf den Boden und setze eine böse Grimasse auf. Das sieht, jetzt müssen wir uns hier zusammenreißen, jetzt wird sie auch gerade ein bisschen sauer. Das ist eine ständige Interaktion zwischen Mensch und Tier. Solche Interaktionen gibt es auch im Hirschfelder Tierpark. Und zwar nicht nur mit dem Osterhasen. Zahlreiche Gehege sind begehbar. Und vor allem jetzt im Frühling sind zahlreiche Jungtiere zu sehen. Also auch an den nächsten Wochenenden, der Tierpark ist immer einen Ausflug wert.